Das kleine Verkehrschaos in Grimma mag man entschuldigen. Schließlich waren es mit 310 Booten wesentlich mehr Teilnehmer der ersten Muldenregatta, als es sich die Veranstalter in der Planungsphase hätten träumen lassen. Und so glich das Muldeufer am 3. Juli einem großen Parkplatz für unmotorisierte Wasserfahrzeuge. Ein halbes Jahr Planung und Organisation lagen vor der Veranstaltung, die ein gemeinsamer Traum der Bürgermeister von Grimma und Wurzen war. Klar, dass die beiden dann auch gemeinsam den Startschuss für die erste Muldenregatta von Grimma nach Wurzen gaben. Viel Erfolg, gute Fahrt und wir sehen uns heute Abend in Wurzen wieder. Auch von mir einen recht schönen guten Morgen. Als Bürgermeister der Stadt Wurzen begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser ersten Muldenregatta, die wir hier durchführen. Auch der Landrat des Muldentals ließ sich nicht lange bitten und zeigte sich schon zum Start im Zweimannboot recht optimistisch, einen hochgesteckten Zeitplan zu erfüllen. Wir wollen das in 2 Stunden schaffen. Mal sehen, vielleicht dauert es auch 3 Stunden. Dass sich dann auch die beiden Bürgermeister mit auf die Tour machten, war eigentlich selbstverständlich. Der Grimmer Bürgermeister Osmar Brück jedoch hatte sogar die Ehre, im selbstgebauten Drachenboot aus Riesa mitzufahren. Und so ging es dann mit vereinter Kraft Wurzen entgegen. Und auch für die Zaungäste überall an der Strecke waren die vielen Boote auf der Mulde ein imposantes Bild. An der Papierfabrik Golzern hatte sich das Feld der Boote schon etwas gedehnt und die schnelleren Kleinboote konnten sich von der Masse absetzen. Auch der Landrat zeigte sich mit seinem Mitfahrer durchaus sportlich und zog im Spitzenfeld mit, auch wenn es bei der Muldenregatta ausdrücklich nicht um ein Wettrennen ging. Im Drebsen am Schloss erwarteten auch schon Zuschauer die Teilnehmer. Hier lud Drebsen wie auch zuvor Nerschau zu einem Stadtbummel ein. Doch die meisten der Bootsbesatzungen tummelten sich lieber weiter auf der Mulde. Hier in Drebsen zeigte sich dann auch das einzige kleine Organisationsproblem, denn der Landesteg hatte sich hier schon beim ersten Ankömmling verabschiedet und trotzte seither jeglichen Reparaturversuchen des technischen Hilfswerks. Doch die Besatzungen der Boote fackelten nicht lange und suchten sich eben einen anderen Weg zum kurzen Landgang. Der war nötig, um den Stempel an Stempelstelle Nummer 6 ins Stempelbuch zu bekommen. Auch Gerhard Kai holte sich hier seinen Stempel und interessierte sich für seine Platzierung. Das sind Personen. Ja, da waren aber immer mal 2. Jetzt hat ja jeder. Da liegen wir ja im Vorderfeld mit. Deswegen müssen wir weiter. Hätte ich nicht gedacht, ja. Na also, immer noch im Spitzenfeld. Nun waren es noch runde 10 Kilometer bis Wurzen und lediglich das letzte Wehr hinter Drebsen hinderte an einer direkten Durchfahrt. Wer dann hier an der Ölschützer Lorelei vorbeikam, der hatte den härtesten Teil der Regatta geschafft und nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel, hier am Landesteg der Wurzener Rudervereinigung, zu bewältigen. Der erste, der schließlich hier ankam, war der Leipziger Jochen A. Meyer mit der Startnummer 501, dicht gefolgt von Jörg Schäffler. Gemeinsam im Faltboot, jedoch schon ziemlich gezeichnet von der Mulde, schafften es die Jungs mit der Startnummer 36 und 38. Markus Hoffmann und Henry Heinrich aus Drebsen waren begeistert von der Regatta. Das war eigentlich fast, wie wir es gedacht haben. Und von der Organisation her zufrieden? Ja. Perfekt, ja. Nächstes Jahr wieder dabei? Ja, auf jeden Fall. Auch für die anderen Teilnehmer hat sich der Weg zur Regatta gelohnt. Bis auf das kleine Problem mit den Stegen waren die meisten zufrieden. Damit kann man die Premiere der Muldenregatta nur als Erfolg bezeichnen und wie bei amerikanischen Spielfilmen hoffen, wenn es gut ankam, dann gibt's auf jeden Fall eine Fortsetzung.